Andacht am 18.08.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Glauben und Verstehen. Guten Morgen, ich hoffe, wir sind live, wir sind zurück hier im Studio. Heute haben wir auch einen Live-Gast. Ihr könnt ihn nicht sehen, er sitzt zu meiner Linken, ein Freund aus Deutschland, der einen Monat mit uns in Brasilien verbringt. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr habt gut geschlafen und seid ausgeruht und freut euch schon auf einen neuen Tag. Wir warten noch eine Minute, dass die Leute reinkommen. Ich möchte euch daran teilhaben lassen, wie ich heute aufgewacht bin. Ich bin mit einem Bibelvers aufgewacht, den ich sehr, sehr gut kenne. Ich bin buchstäblich damit aufgewacht, dass mir dieser Bibelvers durchs Herz ging. Ich habe wahrscheinlich 2 Stunden damit verbracht, nur über diesen Vers zu meditieren und ihn zu wiederholen, immer und immer wieder. Und dann habe ich ihn im Urtext nachgeschlagen und in anderen Übersetzungen. Und es ist wirklich interessant, was ich gefunden habe. Hebräer 11,3, das war der Vers, mit dem ich aufgewacht bin. Die meisten Christen lernen Hebräer 11 schon ganz am Anfang ihres Christseins kennen. Es ist das Kapitel über den Glauben. Das Kapitel über die Glaubenshelden. Dort steht die klarste Definition des Wortes Glauben, die wir in der Bibel finden, zumindest nach meinem Verständnis. In dem Kapitel steht, was Glaube eigentlich ist, und dann wird er dort auch beschrieben. Es ist sehr interessant, obwohl der Glauben die Basis des Christentums ist, haben nur sehr wenige Christen gelernt, aus Glauben zu leben. Überlegt euch das einmal. Wir haben gelernt, auf so viele andere Arten zu leben, aber nicht aus wahrem Glauben. Doch wenn wir wirklich begreifen, was Glauben ist und wie er funktioniert, dann werden wir ständig herausgefordert sein, auch tatsächlich im Glauben zu leben. Und ich war noch nicht einmal richtig wach, als der Vers 3 aus mir heraussprudelte. Normalerweise stehe ich gleich auf, wenn ich aufwache, aber heute Morgen habe ich beschlossen, im Bett zu bleiben, bis es schon sehr spät war. Ich bin nicht vor 6 Uhr aufgestanden. Und während ich diese paar Stunden im Bett lag, bekam das Ganze eine eigene Dynamik. Hier ist ein Geheimnis, das ihr lernen müsst. Wenn ihr morgens aufwacht und einen Gedanken habt, der ablenkend oder negativ oder unangenehm ist, müsst ihr augenblicklich die Entscheidung treffen, ich werde diesem Gedanken nicht nachgehen. Du entscheidest selbst, welchen Gedanken du am Morgen nachhängst. Die Gedanken haben keine Kontrolle über dich, du hast die Kontrolle über deine Gedanken. Aber was passiert, wenn du an den Punkt kommst, an dem du dich tatsächlich trainiert hast, das zu tun, so dass du tatsächlich jeden Tag mit fantastischen Gedanken aufwachst? Du kannst dein Herz wirklich programmieren, das zu tun, wirklich, du kannst das. Doch was passiert dann? Dann musst du eine andere Entscheidung treffen, wenn du mit diesen fantastischen Gedanken aufwachst. Dann steh nicht einfach auf und starte in deinen Tag. Du musst diesen Gedanken nachhängen. Wenn du das erst einmal gelernt hast, dann wird das beinahe eine Abhängigkeit, eine nette Abhängigkeit. Du liegst im Bett und die Gedanken kommen immer und immer wieder. Du prozessierst sie immer wieder in deinem Herzen. Also schau, was der Bibelvers sagt. Und ich werde die New King James Version lesen, die der Schlachter-Übersetzung entspricht, denn hier gefällt mir die Passion nicht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Seht ihr? Hier gibt uns Gott ein Gesetz, ein Prinzip. Kein Gesetz im Sinne von, du musst das tun und das darfst du nicht tun, wie die 10 Gebote. Kein solches Gesetz, sondern ein geistliches Prinzip. Es gibt diverse geistliche Prinzipien,
die du zwar ignorieren kannst, aber du wirst sie trotzdem erleben. Wahrscheinlich passt der Begriff Prinzip tatsächlich besser, denn ein Gesetz ist auf Deutsch etwas anderes. Es ist eher eine Gesetzmäßigkeit. Du kannst diese Gesetzmäßigkeiten ignorieren, du kannst sie nicht mögen, du kannst anderer Meinung sein, aber du wirst trotzdem mit ihnen konfrontiert werden. Nimm das Gesetz der Liebe. Du musst nicht in vollkommener Liebe leben, wie uns das die Bibel aufträgt. Du wirst trotzdem noch in den Himmel kommen, wenn du an das glaubst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Doch egal, wo auch immer du dich in dieser Welt hinwendest, du wirst ständig mit diesem Gesetz konfrontiert werden. Denn die Agape-Liebe hat dieses Universum geschaffen und deshalb ist es ein Universum, das von Agape-Liebe angetrieben wird. Gott hat seine eigene DNA in die ganze Schöpfung hineingelegt und seine DNA ist Liebe. Wenn du also nicht nach diesem einfachen geistlichen Prinzip lebst, wirst du überall, wo du hingehst, Probleme bekommen. Der Römerbrief spricht vom Gesetz des Glaubens. Du kannst so leben, wie du willst, aber wenn du nicht nach dem Gesetz des Glaubens lebst, wirst du überall, wo du hingehst, Probleme haben. Das Gesetz von Saat und Ernte ist genauso. Gott sagte, solange die Erde existiert, wird es Saat, Zwischenzeit und Ernte geben. Es ist ein Gesetz, das Gott ins Universum hineingelegt hat. Dein Leben ist also einfach ein Resultat davon, was du gepflanzt hast. Denke mal darüber nach. Dein Leben ist nicht das Resultat davon, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Nein, denn Jesus hat dasselbe für jeden einzelnen Menschen getan. Warum haben einige dann ein fantastisches Leben und andere nicht? Diese Frage müsst ihr euch stellen. Warum gibt es total chaotische christliche Leben und warum gibt es sehr fruchtbare christliche Leben? Weil sie unterschiedliche Gedanken gepflanzt haben und deshalb ernten sie andere Taten. Weil die Gedanken zuerst sind und die Taten folgen anschließend. Und Hebräer 11,3 ist eines der Gesetze, die Gott ganz klar in die Bibel geschrieben hat. Meine Freunde, ihr müsst verstehen, wenn Gott eine Ordnung in das Universum hineinlegt, dann musst du in dieser Ordnung leben. Naja, du musst nicht danach leben, weil du sonst in die Hölle kommst. Wenn ich sage, du musst, bedeutet das nicht, du musst. Ich sage damit, wenn du auch nur ein bisschen schlau bist, dann musst du danach leben. Sonst wird dein Leben nicht besonders gut werden. Hebräer 11,3 ist eine göttliche Ordnung, ein göttliches Prinzip oder ein Gesetz. Und wenn du es nicht genauso anwendest, wie Gott es vorgesehen hat, ei, 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 ei. Die Bibel sagt, zuerst kommt Glauben, dann kommt Verständnis. Durch Glauben verstehen wir. Leider hat uns das gesamte säkulare System beigebracht, dass Verständnis vor dem Glauben kommt. Die ganze Welt lehrt uns und drängt uns, mehr Verständnis zu erlangen. Wir versuchen zu verstehen, wie die Welt geformt wurde. Und was ist das Resultat? Das Resultat ist, wir glauben an den Müll, dass wir von einem Affen abstammen. Du kannst jeden einzelnen Aspekt deines Lebens anschauen. Wo Menschen das Verständnis vor den Glauben gestellt haben, gibt es ein Chaos. Warum? Weil es eines der göttlichen Gesetze ist, das wir durch Glauben verstehen. Wir glauben nicht, weil wir verstehen. Doch was haben wir getan? Wir haben immer noch eine Bibelschule eröffnet, wo wir die Leute mit immer noch mehr Verständnis über die Bibel füllen. Die ganze Welt ist voll mit Hunderttausenden Christen, die so viel Verständnis haben, aber nicht in der Erfahrung leben.
Wir wollen, dass Menschen zu uns kommen und uns alles erklären, damit wir endlich verstehen und dann entscheiden wir uns zu glauben. Leider ist das nicht die Ordnung, die Gott geschaffen hat. Das ist die menschliche Ordnung. Nun schau, die Bibel hat nichts gegen Verständnis. Die Bibel sagt nie, du darfst diese Dinge nicht verstehen. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel erklärt uns nur, wie die Ordnung in der geistlichen Welt funktioniert. Die geistliche Welt funktioniert perfekt. Die Satanisten wissen das leider besser als die Christen. Die geistliche Welt ist für mich, und ich glaube, dass aufgrund meines Verständnisses der Bibel, realer als die physische, natürliche Welt. Ich habe euch das schon sehr oft gesagt. Ich sitze auf einem Sofa, das sehr real ist. Aber die Bibel sagt, dass alles, was sichtbar ist, zeitlich ist. Doch alles, was unsichtbar ist, ist ewig. Wenn das Ewige die größere Realität ist wie das Zeitliche, dann sind für mich die Engel, die ganze geistliche Welt, das Gesetz des Glaubens und so weiter sehr viel realer als das Sofa, auf dem ich sitze. Wir müssen diese einfache Wahrheit in unserem Herz erfassen, dass Gott möchte, dass wir verstehen, wie Dinge funktionieren. Selbstverständlich möchte er das. Gott möchte nicht einen Haufen dummer Christen, die überhaupt nichts kapieren und die in ihrer Ignoranz ihre eigene Bestimmung zerstören. Nein, das sage ich hier nicht. Ich sage, dass wir die richtige Reihenfolge brauchen. Wir verbringen unendlich viel Zeit damit, die Bibel zu studieren, damit wir sie verstehen, aber wir glauben es nicht. Doch die Bibel sagt, das Verständnis kommt nach der Entscheidung zu glauben. Ich kenne Menschen, die unzählige Stunden lang studiert haben, wie das Übernatürliche funktioniert, aber sie haben noch nie ein Wunder erlebt. Und ich kenne Leute, die sich entschieden haben, aus Glauben zu leben. Und nachdem sie die Wunder erlebt haben, fingen sie an, es zu verstehen. Wann immer ich diese Reihenfolge in meinem Leben durcheinander bringe, merke ich, dass das Übernatürliche einfach aufhört. Denk daran, wir müssen Dinge verstehen. Aber der biblische Weg, um Dinge zu verstehen, ist nicht, sie zu studieren. Der Weg ist Glauben. Begreift das doch. Paulus hat studiert und er kannte die ganze Schrift besser als die meisten Jünger, sogar besser als alle Jünger. Er wurde von einem der größten Theologen seiner Zeit unterrichtet. Er wusste alles und er ermordete Christen. Doch als er die radikale Entscheidung getroffen hatte, nur noch aus Glauben zu leben, hatte er all diese Erkenntnis, die wir in der Bibel finden. Wenn du das Leben von Paulus durchliest, siehst du, dass niemand so sehr in Abhängigkeit von einem radikalen Glauben lebte wie er. Keiner. Keiner hat uns besser beigebracht, wie man aus Glauben lebt, als Paulus. Dennoch hatte keiner mehr Verständnis als Paulus. Deshalb, Leute, ihr müsst an den Punkt kommen, an dem ihr begreift, das ist Gottes Ordnung. Es ist Gottes Gesetz und Gott kann das nicht ändern, weil du die Dinge gerne zuerst verstehen möchtest. Gott sagt nicht, ach ja, ich verstehe das. Du bist in dieser oder jener Kultur aufgewachsen, in der Wissen wichtig ist. Okay, ich verändere es für dich. Gott wird die Ordnung nicht ändern, um sie an die Kultur anzupassen. Du musst Gottes Ordnung akzeptieren und in die Kultur des Reiches Gottes eintreten. Wenn Gott sagt, dass es so funktioniert, dann funktioniert es auch so. Bei all den Dingen, die du in deinem Leben brauchst, solltest du dir nicht so viele Sorgen darüber machen, wie sie funktionieren. Du solltest dir eher folgende Sorgen machen: Lebe ich tatsächlich ein Leben des Glaubens? Glaube ich wirklich, was am Kreuz passiert ist? Glaube ich wirklich, was der neue Bund für mich getan hat? Und wenn du anfängst, das zu glauben, es anzuwenden und im Glauben zu handeln, dann wirst du das Verständnis dazu bekommen.
Ich danke Gott für die Gnade in meinem Leben. Das tue ich wirklich. Ich liebe es zu studieren. Daniel weiß, wie sehr ich es liebe zu studieren. Unzählige Stunden verbringe ich damit, die Bibel zu studieren. Doch ich habe begriffen, wenn mein Studieren und meine Erkenntnis vor meinem einfachen Glauben an diese Wahrheiten kommt, dann wird es nicht funktionieren. Wann immer Gott etwas sagt, treffe ich die Entscheidung, es zu glauben. Zum Beispiel, als Gott mich herausforderte, den neuen Bund wirklich zu begreifen und auch den nehmenden Glauben, war dies die größte Herausforderung in meinem Leben. Ehrlich, und bevor ich anfing, all das über den neuen Bund zu studieren, entschied ich mich, diese Wahrheit zu glauben. Als Gott zu mir sagte, ich bin so traurig, dass meine Kinder nicht im nehmenden Glauben leben, habe ich nicht studiert, was nehmender Glaube ist. Meine erste Reaktion war, Gott, dann glaube ich das mal besser und dann lebe ich lieber mal danach. Und nachdem ich die Entscheidung zu glauben getroffen hatte, wurde all das Verständnis und die Offenbarung des Himmels in mir freigesetzt. Was würde passieren, wenn wir unsere Bibelschulen mit mehr Erfahrung und mit mehr Glauben füllen würden, anstatt nur die Erkenntnis zu betonen? Was würde passieren? Es gäbe Menschen, die tatsächlich ein Verständnis für das Übernatürliche und gleichzeitig auch Erfahrungen im Übernatürlichen hätten. Schaut doch, wie Jesus seine 12 Jünger unterrichtet hat. Hat er sie gelehrt? Natürlich. Er hat überall gelehrt, wo immer er hinging. Hat Jesus seine Jünger jemals getadelt, weil sie nicht gut genügend von dem gelernt hatten, was er sie lehrte? Nein. Er tadelte sie andauernd, weil sie nicht glaubten. Und weil sie nicht glaubten, hatten sie kein Verständnis. Wenn du ein Leben aus Glauben führst, wirst du immer auch verstehen, wie die geistliche Welt funktioniert. Etwas anderes ist gar nicht möglich. Aber wenn du in deinem Leben nach Verständnis strebst, dann wird dies den Glauben in deinem Herzen töten. Verständnis ist die Folge eines Lebens aus Glauben. Wenn du ein Leben des Glaubens anstrebst, dann ist Erkenntnis ein ganz normaler Nebeneffekt. Du musst nichts dafür tun, um sie zu bekommen. Aber wenn du Erkenntnis suchst, um dann zu glauben, hat das einen zerstörerischen Einfluss auf dein Herz. Denn es wird immer noch ein Argument und noch einen Grund geben, der gegen ein einfaches Leben aus Glauben spricht. Ich gebe euch ein wunderschönes Beispiel. Ihr könnt es im Matthäus-Evangelium und auch in Markus 8 nachlesen. Das Wort, das im Hebräerbrief für Verständnis verwendet wird, bedeutet eine mentale Wahrnehmung zu haben. Es meint, ein klares Verständnis von etwas zu haben. Und die Bibel sagt ganz deutlich, dass diese mentale Wahrnehmung durch Glauben entsteht, nicht durch Studieren. Aber Reinhard, dann frage ich dich, warum du selbst so viel Zeit mit Studieren verbringst. Da gibt es eine einfache Antwort. Der Grund, warum ich so viel studiere, und ich studiere nur wenig außerhalb von der Bibel, ist nicht, dass ich etwas verstehen will, sondern ich studiere, um auf eine bessere Weise zu leben. Beim Studieren ist meine Priorität immer Glauben, nicht Wissen. Und Daniel weiß das, denn er ist das Opfer davon. Ich sitze an meinem Schreibtisch und ich studiere vor dem Mentoring und dann sage ich, Mann, das ist fantastisch, schau doch. Ich glaube es, anstatt es zu kapieren. Und während ich es glaube, öffnet sich mein Verständnis dafür. Das ist ein Nebeneffekt. Schau, was in der Geschichte geschah, die ich vorhin erwähnt habe. Jesus hat hier dasselbe griechische Wort benutzt, das im Hebräerbrief für Verständnis verwendet wird. Folgendes ist passiert. Jesus saß mit einer Menschenmenge und mit seinen Jüngern da, und sie waren alle hungrig. Deshalb vermehrte Jesus Brot und Fisch, aber eigentlich war es gar nicht Jesus, durch den das Wunder der Vermehrung geschah.
Überleg doch mal, in den Händen von Jesus vermehrte sich gar nichts. Jesus glaubte einfach, er dankte und er brach es und dann gab er es den Jüngern. Und als die Jünger es den Menschen gaben, vermehrte es sich. Es hat nie aufgehört. In den Händen der Jünger geschah ein Wunder, ein großes Wunder. Hat sie dies dazu gebracht zu glauben? Nein. Sieh dir, du kannst tausende Wunder erleben und dennoch glaubst du immer noch nicht an das Übernatürliche. Genau das habe ich erlebt. Ich kenne Menschen, die gesagt haben, Reinhard, wenn ich ein echtes Wunder sehe, dann würde ich glauben. Sie sahen ein echtes Wunder und sie haben immer noch nicht geglaubt. Also schau, die Jünger haben den Menschen Brot und Fisch gegeben und in ihren Händen ist das Wunder geschehen. Es hat sich vermehrt. Dann stiegen sie ins Boot und fuhren auf die andere Seite des Sees. Und Jesus sagte diese Worte: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Sie hatten verstanden, er tadelt uns, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Denn sie hatten tatsächlich vergessen, Brot mitzunehmen. Ich meine, sie hatten gerade noch 12 große Körbe voller Brot, aber nun haben sie es vergessen. Wie kann man 12 Körbe vergessen? Doch Jesus sprach gar nicht davon, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen. Er ging noch nicht einmal darauf ein. Sie haben etwas verstanden, was Jesus nie gesagt hat. Und weißt du warum? Weil sie kein Verständnis hatten. Und weißt du, warum sie kein Verständnis hatten? Nicht, weil sie nicht studiert haben, sondern weil sie nicht geglaubt haben. Jesus sagte, versteht ihr denn nicht? Versteht ihr nicht? Ihr habt gerade erst das Wunder erlebt und trotzdem versteht ihr das nicht. Er sprach über die Religion der Pharisäer, nicht darüber, dass sie Brot vergessen hatten. Wieso tadelte sie Jesus? Weil sie ihn nicht verstanden hatten. Weißt du warum? Er tadelte sie, weil sie immer noch nicht glaubten, obwohl sie das Wunder erlebt hatten. Wenn sie geglaubt hätten, hätten sie sich keinerlei Gedanken darüber gemacht, dass sie das Brot vergessen hatten. Denn sie hatten ja erst kurz zuvor erlebt, was Jesus tun konnte. Ihr fehlendes Verständnis lag nicht am mangelnden Studium, sondern am mangelnden Glauben. Denkt mal darüber nach. Glauben hat mit dem Herzen zu tun. Wenn du dein Herz nicht in Ordnung bringst und ein Leben des Glaubens lebst, kannst du so viel studieren, wie du willst, und du wirst trotzdem nicht verstehen. Das ist die göttliche Ordnung. Doch wenn du dich entscheidest, ein Leben des Glaubens zu führen, wirst du immer Verständnis in deinem Leben haben. Deshalb sagte Jesus, warum versteht ihr denn nicht? Der Grund dafür war, dass sie nicht glaubten. Aber schau, was Jesus in Matthäus und in Markus noch sagte. Er tadelte sie wegen ihres verhärteten Herzens. Und das ist ein sehr ernstes Thema. Ein verhärtetes Herz wird immer ein Herz des Unglaubens sein. Doch gleichzeitig versucht ein verhärtetes Herz auch immer, die Dinge irgendwann besser zu verstehen. Doch es wird dieses Verständnis nie erlangen. Niemals. Seht ihr, es gibt Menschen, die ein verhärtetes Herz haben, weil sie nicht aus Glauben leben. Sie suchen immerzu nach noch einer Antwort, die sie verstehen können, nach noch einer Sache, die sie begreifen können. Und es passiert nie. Ich verstehe, dass uns unsere Kultur so erzogen hat, dass Wissen alles ist. Aber schau doch, wohin uns das gebracht hat. Es hat uns dazu gebracht, dass es kaum einen Christen gibt, der in größeren Werken wandelt als diejenigen, die Jesus getan hat. Ich möchte so ein Leben nicht leben. Ich möchte kein Leben haben, in dem ich versuche, mehr Verständnis durch mehr Studium zu erlangen. Ich möchte ein Leben führen, in dem ich so viel Verständnis habe, weil ich beschlossen habe, aus Glauben zu leben. Und Glauben hat mit dem Herzen zu tun.
Deshalb verbringe ich jeden Tag viel Zeit in meinem Herz. Und ich bin zu dieser klaren Erkenntnis gelangt, dass Glaube immer Verständnis hervorbringt. Schauen wir weiter. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Der Begriff für Wort Gottes ist hier das griechische Wort Rhema. Einfach ausgedrückt sagt Paulus, der meiner Meinung nach den Hebräerbrief geschrieben hat, hier Folgendes: Wenn du an diesen Punkt in deinem Leben kommen willst, an dem du wirklich verstehst, dass die Schöpfung entsteht, wenn Gott spricht, musst du zuerst glauben. Das ist der Kontext. Das heißt, wenn du dich entschieden hast, ein Leben aus Glauben zu führen, dann brauchst du nur noch Gott, der spricht. Mehr nicht. Das ist alles, was du brauchst. Du schaust dir dein ganzes Leben an, all das Durcheinander, die ganzen schwierigen Umstände und dein Fokus liegt nicht darauf, einen Weg zu finden, um all das zu lösen. Dein Fokus ist, ich brauche nur Gott, der spricht. Und dann ist alles gut. Siehst du, durch Sprechen erschuf Gott die Welt. Dieses Verständnis erhältst du, indem du glaubst, dass Gott genauso wirkt. So viele Menschen haben zu mir gesagt, Reinhard, Gott hat dies und jenes gesagt. Doch wenn die Krise kam, gab es nur ein großes Durcheinander. Das kann zwei Gründe haben. Entweder hat Gott es niemals gesagt, oder sie haben nicht an das geglaubt, was Gott gesagt hat. So einfach ist das. Denn wenn du ein Leben des Glaubens führst, hast du verstanden. Wenn Gott gesprochen hat, dann ist das beschlossene Sache. Es ist erledigt. Du hast verstanden, dass Gottes Wort Kraft enthält, wenn du daran glaubst. Schau weiter. Nun geht der Autor zurück und er verbindet den Vers 3 wieder mit dem ersten Vers. In Vers 1 definiert er den Glauben als Überzeugtsein von etwas, das unsichtbar ist. Das heißt, du brauchst keinerlei Beweise in der sichtbaren Welt. 0,0. Der einzige Beweis, den du benötigst, ist dein Glauben. Und in Vers 3 spricht er wieder über das Sichtbare und das Unsichtbare. Er sagt, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Was ist mit uns passiert, mit uns rationalisierten Christen? Wie kann es sein, dass wir immer etwas Sichtbares brauchen, bevor wir uns entscheiden zu glauben? Wir brauchen immer irgendeinen sichtbaren Beweis. Wenn wir einen sichtbaren Beweis haben, dann entscheiden wir uns zu glauben. Aber das ist dann kein biblischer Glaube mehr. Biblischer Glaube heißt, mehr an das Unsichtbare zu glauben als in das Sichtbare. Genau das sagt der Autor hier. Glaube ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die du mit deinen natürlichen Augen nicht sehen kannst. Es ist so einfach. Wenn du erst einmal im Glauben lebst, dann bekommst du auch Verständnis. Du hast dann eine Wahrnehmung und du weißt, wenn Gott spricht, dann benötigt er nichts Sichtbares, um etwas zu erschaffen. Das Physische kommt danach. Gott erschafft Dinge aus dem Unsichtbaren. Aber was machen wir? Ich möchte einen kleinen Beweis haben, einfach ein kleines Zeichen. Gott, gib mir ein Zeichen, ein Vlies wie bei Gideon. Ich brauche einen kleinen Beweis, damit ich weiß, dass es tatsächlich Gott war, der gesprochen hat. Okay, hier ist ein Beweis. Jetzt entscheide ich mich zu glauben. Nein, so funktioniert die geistliche Welt nicht. Die geistliche Welt funktioniert vollkommen anders. Hey, hast du irgendeinen Beweis, warum du das glaubst? Das habe ich. Zeige ihn mir. Es ist mein Glauben.
Die einzige Möglichkeit, wie du diesen Beweis tatsächlich sehen kannst, wäre, wenn du in mein Herz hineingehst, denn Glaube ist im Herzen. Und es tut mir leid, aber du kannst dort nicht hineingehen. Deshalb kann ich dir leider keinen Beweis zeigen. Er ist in meinem Herz. Wenn wir nur so leben würden. Wir hätten Verständnis, wir würden im Übernatürlichen wandeln, wir würden ständig im Frieden sein. Von dem Augenblick an, wenn Gott spricht, gäbe es nichts anderes mehr. Selbst wenn alles total gegenteilig aussieht, würden wir niemals in Panik verfallen. Wisst ihr, Daniel und ich sind täglich überwältigt, wirklich täglich. Denn jeden Tag erhalten wir Geschichten aus der ganzen Welt über Dinge, die Gott durch Daniel und mich im Leben von Menschen tut. Jeden Tag. Und jeden Tag bin ich überwältigt. Hört zu. Wenn Daniel und ich uns nicht entschieden hätten, zuerst zu glauben und das Verständnis als Nebenprodukt zu erhalten, dann gäbe es keine Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Hebräer 11,3 funktioniert. Gott sprach ins Unsichtbare. Daniel und ich glaubten es. Und dann geschah genau das, was in 1. Mose 1 bei der Schöpfung passierte. Ehrlich, in 1. Mose 1,1 steht: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Auf Hebräisch heißt das Tohu wabohu. Es bedeutet dunkel und chaotisch. Nachdem Daniel und ich beschlossen hatten, die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen zu öffnen, war alles um uns herum Tohu wabohu. Das ist wirklich wahr. Alles war chaotisch. Es sah aus, als ob das niemals geschehen würde. Und obendrein begann die Pandemie und man sagte uns, ihr dürft das nicht tun. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind einfach weitergegangen, denn wir hatten bereits begriffen, dass Gott das Sichtbare aus dem Unsichtbaren erschafft. Und heute haben wir bereits mehr als 150 Studenten, die die Schule abgeschlossen haben. Es ist wunderschön. Du musst dich entscheiden, so zu leben, mein Freund, wenn du erleben willst, wie das Unsichtbare sichtbar wird. Ein Leben aus Glauben ist das einzige Leben, das für mich Sinn macht. Und es ist ein Leben, das Spaß macht. Natürlich will ich alles verstehen, was der neue Bund für mich bereithält. Selbstverständlich. Aber wenn ich versuche, dieses Verständnis durch Studium zu erlangen, dann bin ich lediglich ein weiterer Theologe, der alles weiß, aber nichts erlebt. Ich kann so ein Leben nicht führen, ich kann das nicht. Ich will keine Bücher über das Übernatürliche schreiben, indem ich nicht auch lebe. Was für einen Sinn macht das? Aber weil ich glaube, sehe ich, wie das Unsichtbare sichtbar wird. Und mit dem Glauben kommt Verständnis. So einfach ist das. Siehst du, wie einfach das Christentum ist? Und wie komplex wir es mit unseren rationalen Lebensweisen gemacht haben? Genau das ist der Grund, warum mich viele Menschen, die mich kennenlernen, als verrückt bezeichnen. Weil ich kein Verständnis brauche, um eine verrückte Entscheidung zu treffen. Ich muss Glauben haben, um eine verrückte Entscheidung zu treffen. Das Verständnis folgt immer nach dem Glauben. Ich glaube, dass ich nicht deshalb so viel Verständnis habe, weil ich so ein fleißiger Schüler bin. Ich glaube, dass ich deshalb so viel Verständnis habe, weil ich eine Person bin, die bewusst ein Leben des Glaubens wählt. Deshalb schließ dich mir an, vertrau mir. Du wirst es verstehen durch Glauben. Aber durch Verständnis wirst du niemals glauben. Das ist die falsche Reihenfolge. Ich kenne so viele Menschen, die alles über das Übernatürliche wissen. Aber sie haben noch nie erlebt, dass jemand geheilt wurde, wenn sie der Person die Hände aufgelegt haben. Und ich habe viele Menschen geschult, im Übernatürlichen zu wandeln.
die überhaupt nichts verstehen, doch sie glauben, wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden die Kranken geheilt. Und wenn sie anfangen, darin zu wandeln, werden sie Verständnis erlangen. Leute, danke, 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 dass ihr hier bei uns seid. Danke an die Personen, die für uns Badges gekauft haben. Sogar jemand auf YouTube. Ich habe das nur einmal gesehen und ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Wir lieben es, euch zu dienen. Heute Morgen habe ich wieder darüber nachgedacht, dass es nur einen Grund gibt, warum ich mir diese Stunde am Morgen nehme, um euch zu lehren. Leute, der Grund ist, weil wir es lieben, Jesus zu dienen. Das ist der einzige Grund. Es gibt keinen anderen Grund, warum wir diese Lives machen. Ich muss die Lives nicht machen. Ich bin kein Internet-Marketing-Mensch. Wir machen das, weil Gott uns gesagt hat, dass wir das Internet nutzen sollen. Und ich bin so dankbar für Daniel, der immer an meiner Seite ist. Vielen Dank. Schon mehrmals habe ich überlegt, ob ich Daniel eine Pause am Morgen gebe und die Lives einfach nur auf Portugiesisch mache. Aber dann denke ich, so viele Menschen aus 6 Kontinenten sind hier bei uns und ihr würdet mich nicht mehr verstehen, wenn ich nur noch Portugiesisch spreche. Diese Lives werden laufend ins Deutsche übersetzt. Doch wenn ich sie nur noch auf Portugiesisch machen würde, wäre das nicht mehr möglich. Also machen wir weiter. Wir tun das, solange wir das Empfinden haben, dass Jesus möchte, dass wir euch lehren und eure Herzen nahe an sein Herz ziehen. Ich habe euch gestern erzählt, dass wir gerade einen russischen YouTube- und Telegram-Kanal eröffnen. Schaut doch, was Gott getan hat, das übersteigt mein Verstehen. Mein Herz jubelt. Gott hat uns 2 Personen geschenkt, die ich noch nicht einmal kenne. Ich habe keine Ahnung, wer sie sind. Diese beiden Personen haben gesagt, wir sind bereit dafür zu bezahlen, dass all deine Botschaften ins Russische übersetzt werden. Audio und Video. Denn man braucht Menschen, die das tun, die Videos schneiden, das Einspielen der Stimme und so weiter. Wir haben diese Personen, die die Arbeit machen. Und wir haben auch Personen, die dafür bezahlen. Russland ist gerade im Krieg mitten in Europa. Und ich sehe, wie Gott ganz breit lächelt, weil die Botschaft von Gottes Güte und Liebe und vom neuen Bund nun zu den russischen Menschen kommt. Weißt du, warum mich das so tief berührt? Denn während die ganze Welt Russland hasst, sagt Gott, ich werde meine Liebe für Russland demonstrieren. Hör zu, ich werde niemals einen Krieg rechtfertigen, keinen Krieg. Doch wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Hass leben, weil Menschen einen Krieg anzetteln, anstatt die Liebe zu demonstrieren, die Gott für diese kostbaren Menschen hat. Ich werde dich nun schockieren. Gott liebt Putin auf die exakt gleiche Weise, wie er die unschuldigen Menschen in der Ukraine liebt, die abgeschlachtet werden. Gott liebt den russischen Soldaten, der ein unschuldiges ukrainisches Kind vergewaltigt, genau gleich, wie er das vergewaltigte ukrainische Kind liebt. Das ist zu tiefgründig für unser menschliches Denken. Wir können das nicht begreifen. Denn Verständnis kommt erst nach dem Glauben. Aber ich sehe es als Ausdruck von Gottes Liebe, dass wir nun all diese Botschaften ins Russische übersetzen werden. Und eine von den Personen, die all das möglich macht, ist ein Ukrainer, der in der Ukraine lebt. Er arbeitet vollzeitlich für unseren Dienst, wir bezahlen ihn jeden Monat. Er ist Ukrainer und er lebt auch in der Ukraine. Und nun sorgt er dafür, dass diese Botschaft zu den Russen kommt. Er sorgt also quasi dafür, dass seine Feinde die Botschaft der Liebe erhalten. Was Gott durch uns tut, ist unglaublich wunderbar. So unglaublich, dass wir uns entschieden haben, es zu glauben. Am Montag werde ich wieder mit Debbie hier sein und von Dienstag bis Donnerstag mit Daniel. Wir lieben euch, Leute. Jesus, wir beten, dass überall auf dieser Welt ein Volk heranwächst, das endlich aus Glauben lebt, bevor es nach Verständnis sucht. Und lass dieses Volk durch ihren tiefen Glauben, aus dem sie leben,
zu einem wirklich tiefen Verständnis kommen. Denn du hast uns gezeigt, dass es so funktioniert. Je eindeutiger ihr Glaube ist, desto tiefer wird auch ihr Verständnis sein. Erwecke ein Volk, das auf diese Weise lebt, damit wir dich überall auf dieser Erde verherrlichen können, wo immer wir auch hingehen. Wir wissen, dass dies dein Herzensanliegen ist, Jesus, und deshalb wird es auch geschehen. Und diese Menschen werden die Arbeiter im Erntefeld sein. Danke, Jesus. Amen. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Und ich muss mich heute entschuldigen, dass ich mir ein paar Mal versprochen habe, weil mich dieses Thema so begeistert hat. Und ich sage danke für euer Verständnis und eure Gnade. Die beste Zeit euch.